So, hallo und willkommen zu einem neuen Video. Wieder ein Liquid Aroma Review und heute geht's mal um das Charity Night, was sie mir auf der Hall of Vape auf der Messe gekauft haben. Und das gucken wir uns halt mal an. Gucken wir mal nach, was es schmeckt. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich los. Benner im Intro. So, also wie gesagt, das ist zur Hall of Vape rausgekommen, ist eine limitierte Auflage, ist unwahrscheinlich günstig, kostet nur 5 Euro, ist limitiert auf 3000 Stück und von denen 3000 Stück habe ich zwei Flaschen, einmal die Nummer 517 und einmal die Nummer 536. Die 5 Euro Erlös von dem gangen komplett in die Charity, also das ist im Prinzip, wenn man es genau nimmt, eine Spende von Roman und Ade, was das Ganze ja schon mal noch interessanter macht. Und dann fordere ich das seit der Hall of Vape, seit der Messe täglich hier in meinem Vaporchild V6 Klon. Da drinnen, das schmeckt echt so himmlisch. Und die weiß, was drinnen sein soll. Das ist ja immer das White Knight und immer das Black Knight vermischt. Also der Mango-Joghurt und oh, wie heißt jetzt der Kuchen? Lemon-Macaron. Und müsste das jetzt rausschmecken, würde ich sagen, kann ich zuordnen, keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich kann euch sagen, das ist so lecker, dass ich mir das nochmal nachgeordert habe. Und ja, man kann es nur nachordern. Wie gesagt, limitiert auf 3000 Stück. Drei Flaschen kann man nachbestellen. Ich weiß jetzt gerade, ob ich echt das sagen darf. Ich sag's jetzt einfach. Bei Meister Fitz Puff können wir die nachordern. Aber halt maximal 3 Stück. Mehr gottet. Und genau zum gleichen Preis für 5 Euro. Und auch hier die 5 Euro gangen komplett zu 100% in die Charity Line 3.0. Cremiger Mango Joghurt mit frischem Lemon Macaron. Also. Ich kenne das White Knight, ich kenne das Black Knight. Und die haben die selber schon zusammengemischt und haben die auf meinem Kanal ein Video gemacht mit dem Grey Knight. Aber ich habe die Mischung jetzt so gut hinbekommen. Da würde ich mal sagen, dass vom Black Knight der Mischanteil ein Tick höher ist, aber es ist einfach genial. Also jeder, wo es noch nicht hat und sich eventuell noch her tun möchte, es gibt noch die Möglichkeit bei Meister Fitz Puff, müsst ihr mal in der Videobeschreibung googeln, da ist dann irgendwo ein Link. Könnt ihr euch nur empfehlen. Und wenn die 3000 Flaschen weg sind, dann ist vorbei. Und die weiß, vom Ade auf der Messe in Stuttgart ist 3/4 davon verkauft worden. Also das dreht sich dann, wenn überhaupt, nur um ein paar 100 Flaschen. Und schmeckt tut's gut. Also zwei Flaschen habe ich. 3 Flaschen habe ich nachgeordert, das heißt, die haben dann 5 Flaschen. Ich tue was für einen guten Zweck. Es schmeckt so geil und es ist günstig. 5 Euro kann man echt nichts sagen. Gut, ich möchte das Video jetzt halt zu lang machen. Wie gesagt, man kann die einzelne Sache nicht mehr so genau rausschmecken. Wenn man weiß, was drin ist, dann
erkennt man auch die Ähnlichkeit zum White Knight, eher noch zum Black Knight. Aber es ist komplett was Neues. Ich find's gut. Also, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.